Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Thorsten Kieslich und ich möchte mir mit Ihnen das Freistellungswerkzeug in der Perfect Photo Suite 9 von OnOne Software anschauen. Sie finden dieses deutlich überarbeitete Werkzeug hier in Ihrer Werkzeugleiste als zweites von oben und wenn Sie auf das Werkzeug klicken, erhalten Sie entsprechend hier oben in der Kopfleiste eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Da ist einmal als auffälligstes hier vorne der Menükasten Freie Form. Wenn Sie hier draufklicken, bekommen Sie eine Auswahl von voreingestellten Formaten, die phototypisch sind, wie hier etwa 8x10 oder natürlich 16:9 oder eben auch die hier bei uns gern gebrauchten DIN-Formate für den Druck, so etwa DIN A3 oder DIN A4. Ich wähle hier einfach mal ein DIN A3 aus. Sie sehen, mein Rahmen, den ich hier habe zur Freistellung, der wird mir gleich passend in die richtige Größe gebracht. Aber natürlich kann ich den noch weiter anpassen, indem ich hier diese Anfasspunkte bewege. Ich klicke einfach der Maustaste auf den Anfasspunkt und ziehe mir dann diesen Punkt zurecht. Und Sie sehen, der Rahmen selbst bleibt immer zentriert in der Mitte meines Arbeitsfeldes und ich kann mein Bild gewissermaßen hier in diesem Rahmen hin und her schieben. Was auch noch interessant ist, ist das Geraderichten-Werkzeug, das sich hier oben findet. Mit dem Geraderichten-Werkzeug, da können Sie hier jetzt hingehen. Sie sehen, Ihr Mauszeiger ändert sich und eine beliebige Stelle definieren, die im Bild gerade sein soll, indem Sie eine Linie darauf ziehen. Und Ihr Bild wird automatisch entsprechend ausgerichtet. Das ist sehr hilfreich für Horizonte und natürlich wie hier für Architekturaufnahmen. Und natürlich können Sie auch das Seitenverhältnis Ihres Auswahlrahmens, Ihres Freistellungsrahmens ändern, indem Sie hier einfach in der Mitte auf dieses Symbol zwischen den beiden Eingabefeldern für die Breite und die Höhe klicken. Sie sehen, dann wird aus dem Querformat ein Hochformat. Wenn Sie Ihre Aufnahme so weit zugeschnitten haben, dass sie Ihnen gefällt, dann reicht hier oben ein Klick auf Anwenden, um Ihr Bild entsprechend freizustellen. So, und jetzt können Sie natürlich dieses zugeschnittene Bild über einen Klick auf Speichern auch sofort ordentlich auf Ihrer Festplatte ablegen.